gegeneinander spielen. Jedes Jahr wird der Gegner ein bisschen besser. Künstliche Intelligenz und viele Wärmesensoren machen diesen Roboter zu einem wirklich schlagkräftigen Mitspieler. Da blieben die Kanzlerin und Schwedens Ministerpräsident lieber am Rande. Auftakt der weltgrößten Industrieschau in Hannovers Messehallen. Es geht mehr denn je um die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine mit Hilfe des Internets. Deutschland und Schweden wollen dabei sein mit einer Innovationspartnerschaft. Das wird die schwedisch-deutsche Kooperation noch einmal intensivieren. Und auch einen Beitrag für eine europäische Herangehensweise an diese Herausforderung setzen. Sprich, Innovation soll auch in Europa stattfinden, nicht allein den USA überlassen sein. Der Trump-Politik neuer Zölle und Handelsschranken gilt auch auf dieser Messe viel Kritik. Besser es bleibe bei offenen Märkten und Partnerschaften. Wir kooperieren als kleines Land gern, weil es Spaß macht, klug ist und die einzige Möglichkeit, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen. Die Stadt von morgen vernetzen. Grundlage dafür leistungsfähige Funknetze. Der neue Standard 5G ist ein weiteres großes Thema der Industriemesse. Die Trends und Entwicklungen sind noch bis Freitag in Hannover zu sehen. Ja, und vor Ort ist jetzt mein Kollege Christoph Hamann. Ja, zentrale Themen der Messe, wir haben es gerade gehört, sind künstliche Intelligenz und der neue Mobilfunkstandard 5G. Welche Beispiele, an denen man ganz konkret sehen kann, welche Anwendungen es dafür gibt, sind Ihnen denn aufgefallen? Eine ganze Menge, auf jeden Fall hier in den Hallen 16 und 17 auf dem großen Messegelände. Da kann man sehen, was 5G schon bewirken kann. Also der besonders hohe Datenübertragungsstandard, der hier sozusagen live vor Ort erfahrbar ist. Künstliche Intelligenz kann intelligente Roboter Tischtennis spielen lassen, das haben wir eben schon gesehen, aber es kann auch in der Produktions- und der Qualitätskontrolle gut eingesetzt werden, zum Beispiel im Automobilbau. Wenn wir hier mal hinter mir schauen, wir sehen ein Auto, wo schon zwei Roboterarme versehen mit Sensoren, die Qualitätskontrolle übernehmen, das, was bisher also lebendige Mitarbeiter quasi gemacht haben. Sie schauen, ob die Nähte etwa bei den Sitzen richtig vernäht, verarbeitet wurden oder ob draußen am Lack Kratzspuren sind, ob alles schön gleichmäßig mit Farbe versehen ist, ob die Fugen richtig sitzen, ob es also auslieferungsfähig ist, dieses Auto, und dem Kunden übergeben werden kann. Das wiederum haben bisher Menschen, also Arbeiter in der Produktionsendkontrolle gemacht. Jetzt kann es ein Roboter übernehmen, vorausgesetzt, er kann mit diesem 5G, diesem hohen Übertragungsstandard, arbeiten. Jetzt geht es ja nicht nur um Produkte oder neue Technologien, sondern auch um den Industriestandort Deutschland bzw. Europa als solchen. Wie gut steht Deutschland denn da? Einerseits bemüht man sich, ordentlich voranzukommen. Auf der anderen Seite hat gerade zum Beispiel der BDI noch mal Kritik daran geübt, dass die Bundesregierung nicht genügend die Digitalisierung unterstützt mit Subventionen. Viel mehr gehe momentan das Geld in sogenannte Digitalisierungsprofessuren. Das ist der deutschen Industrie zu abstrakt, zu akademisch. Man möchte eher in die Spur der tatsächlichen Vernetzung, also in Industrie und Produktion geraten. Deutschland hat ja eine sehr erfolgreiche Industrie und man schätzt, dass momentan schon jedes vierte Unternehmen mit künstlicher Intelligenz und der 5G-Vernetzung arbeitet. Das soll noch viel mehr werden, damit man konkurrenzfähig bleiben kann, insbesondere gegenüber Wettbewerbern in Asien. Das ist das große Thema hier. Also die Frage ist, wann die Bundesregierung vielmehr noch weitere Gelder in die Digitalisierung geben und hineingeben wird.